Hi, na? Hier ist der X-Wing mit The Binding of Isaac. Part 2. Am letzten Mal lief er relativ gut. Und dann wollen wir gleich mal weiter testen. Nehmen wir hier die Maggie. Die fängt mit mehr Herzen an, ist dafür langsamer und schwächer, hat eine schöne Perücke auf und dazu noch das Item Yamhart, wodurch ich alle 3, 4 Räume, vielleicht auch alle 6 Räume, müssen wir nachher schauen, ein Herz regenerieren kann. Oh, natürlich ist das Keller XL. Hätte ja nicht anders kommen können. Aber dafür bekomme ich auch schon meinen ersten Schlüssel. Sehr gut. Den zweiten Schlüssel, also kriege ich beide Itemräume auf. Oh nein, 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 oh nein. Au. Okay, jetzt benutze ich das. Immer schön benutzen, bevor die Gegner alle tot sind, wenn es geht. Weil man bekommt ja für abgeschlossene Räume, also auch für den bekommt man diese Pünktchen da aufs Item. Und ich sehe gerade alle 6 Räume. Okay. Also noch nicht so schön. Mal alle weg. Schick. Ah nee, das hat 2 gegeben. Also doch alle 1, 2, 3, 4 werden es wahrscheinlich sein. 4 Räume. Och. Ungefüllter Raum hier wieder. Anfangs gar nicht weiß, wohin man laufen soll. Noch ein Schlüssel. Hallo? Was geht denn jetzt? Ja. Ich meine, ich muss auch gute Items finden, aber... Wow. Nein, nein, nicht nochmal. Der hat mir jetzt eine Tür aufgesprengt, hier könnte ich auch rausgehen, aber ich will meinen Yamhart bereit haben. Eine Bombe? Ach, Spinnen, ich hasse euch. Eine weg. Ich glaube, bei denen darf man sich einfach nicht zu viel bewegen. Wahrscheinlich so ein bisschen. Besser, wenn man sich da weniger bewegt. Und die erstmal springen lässt und guckt, wohin sie landet und dann wegläuft. Ich laufe einfach nur noch weg. Komm, komm hier hoch. Wow, das ist fast... Habe ich schon was geöffnet? Nö. Das heißt, für eine Bombe kann ich mir mindestens 3 Türen aufmachen. Das mache ich doch glatt. Dieser goldene Schlüssel sieht man jetzt da oben neben meinen Schlüsseln. Das heißt, für diese Ebene wird alles aufgesperrt für mich. Also jede Tür, jede Kiste. Na, blöde Spinne. Na? Oh, war knapp. Hier lege ich eine Bombe. Zum Beispiel das da. Einfach aufmachen, Leben rausnehmen und weiterlaufen. Ohne dass mich was gekostet hat. Außer die Bombe von vorhin halt. Oh, ich hasse dich. Eine Trollbombe, die auch durch die Wände kann. Na, jetzt nehme ich halt mein Yamhart. Lass ihn noch liegen, weil ich habe ja meinen Yamhart. Eine Bombe. Jetzt erstmal gucken. What? Ich hasse es, dass... Manche Spinnen laufen so schnell an meine derzeitige Position, dass ich gar nicht reagieren kann. Jetzt wäre nämlich schon das silberne Herz wieder weg, wo ich gern für einen Boss hätte. Ja, du spuckst gleich wieder eine Fliege aus, ich weiß. Beide Itemräume und der Shop, alles
Hier. Das ist krass. Ja, komm, nochmal ein Hit. So, machen wir erstmal dich da kaputt. Bevor du uns noch mehr Spinnen auf den Hals jagst. So, da kriege ich ein halbes Herz, nehme ich gleich. Der Blur. Der ist nicht schlecht, aber ich habe mein Yamhart. Das finde ich ganz ehrlich gesagt besser. Wow. Den haben wir beim letzten Mal erspielt. Dass er jetzt schon kommt, ist krass. Mit ihm kann ich alle Sachen, die in einem Raum liegen, also alle Jobsachen, hier zum Beispiel das halbe Herz und so, random neu würfeln. Also, meinetwegen, da liegen jetzt 9 Münzen im im Secret Room. Dann kann ich die neu würfeln und dann können Kisten rauskommen, dann können Schlüssel rauskommen, dann können Bomben rauskommen. Warum schließe ich das ab? Ja komm, machen wir es kaputt. Da kann einfach alles rauskommen. Also, der D20, der ist schon nicht schlecht. Den werde ich auch nachher kurz auf jeden Fall einsammeln, einfach, dass ich ihn mal gehabt habe. Weil es gibt ja ein Achievement hier. Jedes Item einmal besitzen. Und da fehlt mir natürlich noch. So. Jetzt warte ich noch kurz mit dem Yamhart benutzen. Ja, doch, benutze ich. Wow. War das knapp. Ich mag die Spinnen so überhaupt nicht. Noch ein Schlüssel. Yay. So, schön einfacher Raum. Auch meine Schüsse werden langsamer durch die Spinnennetze. Oh mein Gott. Noch ein Grund mehr, dass ich das nicht mag. Schade. Ich hab gehofft. Eins, zwei, drei, vier offensichtliche Stellen sehe ich für ein Secret Room und ich bekomme direkt die erste, danke. Drei Münzen. Ja. Tut mir leid, dass ich den D20 jetzt nicht zeige. Vielleicht dann anders mal. Ich brauche noch ein paar Münzen für den Shop. Das bekomme ich jetzt zwar. Oh, what? Also der D20 ist natürlich für eine Spielhalle extrem gut. Weil da kann man sich natürlich richtig viel hinlegen. Und dann alles neu würfeln ist nicht schlecht. Da will ich jetzt gerade auch nach, ob ich das neu würfel. Ich würfel das mal neu. Einfach aus Jux an der Freude. Vielleicht kommen blaue Herzen raus. Vielleicht Münzen. Vielleicht eine Dime. Oder Nickel. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht alle, wie viele Räume ich den aktivieren kann. Nur schade, dass wir auf der Ebene jetzt keinen Spielplatz, Casino, wie auch immer ist. So, jetzt gleich sieht man das. 20-seitiger Würfel. Verändert in einen Schlüssel, was natürlich scheiße ist. Und eine Kiste, die mir eine Bombe und zwei Coins gibt. Was also eine Bombe für einen Schlüssel und zwei Coins waren. Der Tausch ist nicht schlecht gewesen, denke ich mal. Zwar mag ich Bomben eigentlich lieber, aber finden wir schon wieder. Keine Angst.
gab es hier oben noch? Schade. Nehmen wir mal, mach mal so. Nehmen uns das Yamhard wieder mit. Bei so ein D20. Das, ich wüsste halt echt gern, wie viel Aufladung der braucht. Ich nehme den mal mit zum Boss und wenn der irgendwie dann direkt 2 oder 3 bekommt, also dass der alle 2 bis 3 Räume aktiviert wird, dann werde ich ihn mitnehmen. Und ansonsten mein Yamhard halt, weil es einfach ist awesome. Ich brauche auf jeden Fall noch Geschwindigkeit Upgrade. Seht, wie langsam ich dahin tucker. Weil mein Yamhard kann ich jetzt auch nicht benutzen. Oh, ist ja sowieso. Aber Challenge. Also der ist schon ein bisschen stärker. Der kann irgendwas anderes als der aus dem letzten Part. Ich weiß nicht was genau. Vielleicht schießt er auch einfach nur nicht. Kannst du irgendwas? Bist du schwer? Sieht nicht so aus. Sieht aber gar nicht so aus. Ah, er verschießt statt diesen grünen Poppel 6 solche Kugeln. Die natürlich ein bisschen schneller sind, dadurch vielleicht besser treffen. Oder eher treffen halt. Aber wirklich schwierig ist das nicht. Hm. Jetzt gar nichts getroffen. Da dafür wieder. Da auch wieder. Gleich war es das mit ihm. So, gucken wir mal. Alle 6 Räume. Oder alle 4. Tears up. Ich will jetzt wirklich wissen, wie oft. Oh nein, ein Gemini-Abklatsch und das bei meiner Geschwindigkeit, das ist schrecklich. Der Geist, der macht gar nichts in der Mitte. Der, wenn er stirbt, stirbt der Geist ein paar Sekunden später und lässt auch solche 6 Kugeln in die Richtung ab. Boah, ich bin schnell genug, um die auszu... Wow, genau, und jetzt er nochmal. Bam. Geld. Geld ist richtig gut. Ich brauche wirklich 6 Räume für den. Verdammt. In dem Fall nehme ich meinen Yamhard mit. Hat dann zwar 2 Aufladungen weniger jetzt. Ich weiß, ich rede gerade wie ein Wasserfall, aber das ist doch egal. Ich habe 15 Münzen. Finde ich gut, denn dann hole ich mir hier die Karte, die mir genau sagt, wo was ist. Also außer der Supergeheimraum. Der wird mir nicht verraten. Leider. Jetzt kann ich im nächsten Raum direkt mit einer Bombe den Geheimraum aufmachen, mehr Münzen wieder bekommen. Dann der D20 natürlich wieder gut wäre. Hm. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was für Items ich im nächsten Raum bekomme, ne? Das ist immer das. Naja. Wird schon werden, irgendwie. Ah. Es ist wieder ein Curse of the Labyrinth. Klasse. Und es ist so groß, dass es aus dem Bildschirm rausgeht. Was soll ich davon halten? Ich halte davon scheiße. Alles doof. Und diese Gegner sind noch viel doofer. Und ich treffe ihn nicht. Jetzt. Bombe. Geheimraum. Okay. Kriege ich alles wieder zurück? Danke. Boah. Wo soll da denn der Boss jetzt sein? Er kann nur unten oder rechts sein, weil es sind 2 Räume, die hintereinander sind. Und es gibt immer nur einen Bossraum hinter dem Bossraum und nicht irgendwie einen anderen Raum. Oh. Ich
Keine Ahnung, wo die Shops und so sind.